schwachen Magen wirst du dieses Video vermutlich nicht sehr gut vertragen. Bist du noch keine 18 Jahre alt, dann bist du zu jung, tut mir leid. Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Dark Sector. Wir sind genau da, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind, und zwar unten am Hafenkai oder an der Promenade, nennen wir wieder mal das will. Haben wir uns ja durch die ersten paar komischen Dekontaminierungssoldaten, Spezialisten, was auch immer das waren, durchgekämpft. Haben ja auch dieses Schwert da bekommen, also dieses Schuriken, Boomerang, keine Ahnung, was immer das für ein Teil da ist. Was übrigens sehr geil ist, und wie man sieht, ist unser Held, der Hate, glaube ich, heißt er, bis zur Schulter langsam aber sicher schon metallisch geworden. Und jetzt laufen wir weiter und gucken mal, was da so alles passiert in dieser ehemaligen sowjetischen Anlage da. Das findest du mal wieder beeindruckend, wie viel die Sowjetunion nicht so alles in diesem Game zu tun hat. Zack, Kopf ab, so schaut's aus. Jetzt schau, Kopf. Nein, verdammt. Na, Granate! Nicht gut, nicht gut. Wieso habe ich keine Granaten? Ich finde das voll gemein. Ich will auch Granaten haben. Dann wäre die ganze Sache garantiert wesentlich einfacher gewesen. Und noch schon wieder. Deckung, Deckung, Deckung. Ja, voll. Ja, wie gesagt, also dieses Wurfstern-Schrickenteil, das ist schon sehr geil. Den hätte er jetzt zumindest beim Zurückgehen erwischen können. Jawohl, dann wieder eine Waffe, die wir nicht lange genug benutzen können. Na, wann fällt sie ab? Ja, durchgebrannt. Ey, ey, ey. Nein, was ist das jetzt wieder? Fluchter Dreck, ich hasse das. Was ist das? Was ist das? Fuck. Was haben die da geschworfen? Was haben die da benutzt? Wieso sehe ich nichts? Ich will wissen, warum das meine verdammte Optik im Arsch ist. Oh, Gott sei Dank. Fuck, schon wieder! Was benutzen die, damit ständig meine Optik im Arsch ist? Da hat gerade irgendwo eine Waffe geglitzert, oder? Ja, vielleicht dann wieder. Da, da! Das war jetzt irgendeine Granate. 100 pro die Orangen? Oder nein, gelb. Gelben Typen, die werden mit irgendwas bewerfen. Dann ist das irgend so, keine Ahnung, diese komische Blendgranate oder Verwirrungsbla, keine Ahnung. Da noch einer. Der auch erledigt. Da oben sitzt eine Energienest, das finde ich ja super. Wie kriegen wir denn jetzt am besten? Erstmal den da ausschalten. Und dann schon wieder diese Scheiße. Auch ich liebe tote Winkel. Ich weiß, ich sag's immer wieder, aber ach, es ist so schön. Tote Winkel machen mir das Leben so viel einfacher. Und auf dort. Also flankieren wir die ganze Angelegenheit. Gut, dann haben wir uns da durchgekämpft. Wo müssen wir jetzt hin? Dazu? Ja, da ist zu. Okay. Und da vorne haben wir Kämmer. Ah, da, offenes Tor.
Hey, oder Haneda, verdammt! Im Hintergrund immer diese Durchsagen ist auch schon ein bisschen beängstigend irgendwie. Ah ja, da ist ein Schloss. Geh auf. Jawoll. Und nach unten. Sehr schön. Okay, dann sind wir wieder irgendwo in einem Keller, Bunker, Durchgang, keine Ahnung, was das ist. Auf alle Fälle ist... Das hat sich jetzt nicht gut angehört. Auf alle Fälle ist die ganze Sache hier nicht besonders gepflegt worden. Oh Jungs, ihr habt da auch... Ah. Naja. Werfen Sie Ihr Schwert in die elektrischen Bögen, um sie aufzuladen. Ah, okay. Ah, ich verstehe. Und jetzt hau ich damit das Teil auf, oder wie? Ja, so hat es funktioniert. Okay, bevor wir weitergehen, laden wir es aber gleich nochmal auf. Man weiß ja nicht, ob man es nochmal brauchen kann. Ja, der wird auch keine Funkantwort nicht bekommen. Blöd, blöd, blöd. Das ist das Einzige, was ein bisschen schade ist. Das Zeug hält nicht sehr lange, muss ich sagen. Also dieses komische Aufladen. Das wäre besser. Könnte man ein bisschen kreativer mit arbeiten. Alter! Was seid ihr für ein Haufen? Okay. Das sind diese Infizierten anscheinend. Oh Gott. Und er hat seine Freunde mitgebracht. Geleckt mich am Arsch, ja? Wieder Geld. Geld ist immer gut. Da ist noch einer. Ich dachte, es sind noch mehr. Kommen die alle her? Jawohl, und nicht ins Genick. Schön. Knack und vorbei. Waren es das jetzt? Ja, das war's. Da ist wieder. Ich war doch da hinten gerade. Wieso ist jetzt da wieder ein neuer? Und noch einer. Genau. Zack. Den Move finde ich am allergeilsten. Von hinten. Hals aufgeschlitzt und gut. Ach, die kriechen aus den Rohren. Oder aus den Schächten. Gegenfrage, wie kommen die da rein? Okay, aber es sieht so aus, wie wenn es jetzt gewesen wäre. Dann gucken wir mal weiter. Jawohl! Strom aufladen, gucken wir auf alle Fälle mal, weil der wird nicht umsonst da hier rumgammeln. Ich hab's gewusst. Und auf! Ja, hat funktioniert. Gut, dann schauen wir mal nochmal, ob wir da vielleicht nochmal irgendwas finden. Nein, das ist nur die andere Seite von dem Durchgang. Und ansonsten gibt es nichts Interessantes. Okay. Overflug. Das sieht nicht gesund aus da unten. Wieso habe ich da eine böse Vorahnung? Okay, schauen wir mal. Ja, wieso hat sich mein Blut vorhin bestätigt? Ja, ich hab's gewusst. Aber das funktioniert sehr gut. Geile Idee eigentlich. Also das finde ich cool. Das mit dem Strom ist echt lässig, muss ich schon mal sagen. Leider funktioniert das jetzt nicht mehr, weil der Scheiß da oben aus ist. Verdammt! Oh, 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 oh. Das
sind viele, Mann, das sind echt viele. Gott sei Dank haben wir den ersten Strom schon ausgelöscht mit dem Strom-Action da. Oh, warte, lass mich los, lass mich los, lass mich los, verpiss dich! Nächste Frage ist, wie können die einfach aus dem Wasser aussteigen? Frutze, Nalle. Der ist allerdings sehr stylisch mit oben. Und jetzt gibt sie. Nein! Scheiße, kein Co. Schlag ihn tot. Das geht die Tür auf. Genau, bleibst du oben stehen, das ist super, da kann man eigentlich top aus der Entfernung mit meinem super neuen, keine Ahnung, Schuriken, Wurfstern, was ich heute mal platt machen. Oder ein Genickbruch. Ein Genickbruch ist auch gut. Okay. Das waren alle. Der Hinterhalt war weniger dramatisch, wie ich gedacht hätte. Also das, ja, Hinterhalt war es ja nicht, aber. Ich hab's gewusst, ich hab das Scheißding gesehen und hab's gewusst, dass da irgend so was gekommen wäre. Na denn, was haben wir sonst noch? Was haben wir sonst noch? Beim Koffer. Ah, Doppelschuss. Bei jedem Schuss wird eine zusätzliche Kugel abgefeuert. Das ist für, ja, die Forschungsanlage, das kennt man ja schon, das habe ich ja schon oft genug vorgelesen. Okay, dann aufmachen. Nochmal was Interessantes. Aber nochmal. Nein, nichts zum Einsammeln. Dann ab nach oben. Ja, gewusst, dass wir nach oben müssen. Wir waren in einem scheiß Keller. Das kannte ja gar nicht, konnte ja gar nicht anders sein. Oh, Tageslicht, bitte. Frische Luft. Raus aus diesem Zombie-Freak-Lager da unten. Was immer das auch für Idioten waren. Ja, aber das werden jetzt Infizierte gewesen sein, warum es die ganze Zeit geht mit dieser Krankheit, bla, irgendwas, keine Ahnung. Oh! Kurskorrektur. Halten Sie Maus 4 und den Abwurf des Schwertes abermals gedrückt. Korrigieren Sie die Flugrichtung des Schwertes. Ah ja! Okay. Schauen wir gleich mal. Ah ja, ich verstehe. Schau mal, geht das nochmal? Geil ist nochmal. Ah ja, okay. Sehr interessant, da kann man ein bisschen das Schwert lenken. Das kann natürlich auch seine Vorteile haben. Hubschrauber, das ist nicht gut. Geh weg, Hubschrauber. Ah ja, und da sind die Kollegen. Fuck, aber das geht nur einmal, wenn ich während dem ersten Flug das Korrektur auflöse, hört das auf. Das ist natürlich scheiße. Das sind wieder diese komischen Psychogranaten. Die hasse ich am allerbesten. Die sind fast noch schlimmer als die explodierenden. Dreck! Geht Deckung. Geht doch. Warten, 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 warten. Lad auf, lad auf, lad auf. Kaum hätte ich jetzt den Kopf voll mitgenommen, oder? Und ich schieße die ganze Zeit daneben. Verflucht, der Dreck, so. Sting geblieben, ganz einfach. Gibt er gleich, kreist ihn ein. Da, schlag ihn tot. Ah ja. Man kann ihn zwar nicht auf Dauer verwenden, aber für euch paar Idioten reicht die AK. Oh nein, ein Typ mit dem Schild. Komm, komm, komm. Das hat leider nicht so funktioniert. Nein! Sekunde zu langsam gewesen, ich wollte noch wegspringen. Fuck! Okay, also nochmal. Aber zumindest wissen wir jetzt schon, was da kommt. Also die Schildidioten sehe ich jetzt schon, dass nicht meine Freunde werden.
her. Ah! Der war aber auch geil. Voll erwischt. Auch gut, Headshot. Damit kann ich also alleen. Da herum muss man irgendwo rein. Ah, da ist er. Ich wusste, da bin ich die ganze Zeit von der Seite bilden muss, beschießen. Warte mal. Genau, weg. Ich fand gerade auf, dass ich verdammt viele Munition habe für die MG. Für die AK. Da ist noch einer. Weg. So, wo sind jetzt die Schildfreaks? Da oben ist noch einer. Schauen wir mal, ob das so hinhaut. Komm her und. Erwischt! Ja, okay, das funktioniert also nicht schlecht mit diesem. Oh, und da sind die Schildidioten. Schießen. Ist von hinten. Geh weg, geh weg, 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 weg. Fuck. Krieg ich diese Schildidioten weg? Mann, komm, schieß ihn mit dem Fuß, schieß ihn mit dem Fuß. Ja, schlag ihn halt! Nein! Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ach, gell! Ja, wenn irgendwer einen Tipp hat, wie ich die am besten wegbekomme, die nerven mich hier. Ist ja der Wahnsinn! Das. Cooler Scheiß! Toll. Distanz zu kurz. Ganz geil. Die anderen werden eigentlich gar nicht so das Eck, nur diese Schildpenner nervt mich. Wie werde ich dem am besten her? Da wären jetzt echt wieder Granaten echt gut. Muss ich schon mal sagen. Für solche Sachen gibt es eigentlich Granaten. Die sind mal leider nicht verbunden worden, ey. Nein, 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 nein. Boah, da ist er schon. Verpiss dich. Ich wollte wie wenigstens die anderen ein bisschen aus dem Weg kommen mal können, bevor der auftaucht. Deckung, 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 warten. Besser. Oh, komm, 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 komm. Jetzt bring ihn um. Ja. Tot. War ends. Gott sei Dank, er ist weg. Ja klar, und jetzt bleiben wir die Waffe durch. Wo ist noch einer? Die restlichen Szenen jetzt nicht mehr das Problem da. Jawoll. Voll erwischt. Oh Gott, der Schildwechsel ist weg. Hat mich der jetzt genervt, ey.
Wie kann man. Weißt du, du ballerst dich durch die Gegend und hast mega Ninja, Wurfsterben, Bumerang, Schrecken, keine Ahnung. Und dann stellt ein scheiß Idiot mit einer Machete und einem beschissenen Schild so einen Stress da. Jetzt gehe ich nicht drauf. Ich darf jetzt nicht drauf gehen. Ich habe jetzt echt keinen Bock, nochmal von vorne zu fangen. So, ich mache das nochmal auf. Greifen wir uns den Idioten da oben. Also das Einzige, was ein bisschen lästig ist, auch dass man die Kontrolle beim Laufen immer so stark verliert. Was ist das jetzt? Okay. Oh, Gott sei Dank. Gut. Na toll, Waffe wieder durchgebrannt, pass auf. Okay, damit hat sich das Thema auch erledigt. Zwischenabschnitt beendet. Geil, wunderbar. Und passenderweise auch gleich wunderbar das Ende dieser Episode. Dann sage ich nochmal danke für euch für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Dark Sector. Ich sage nochmal kurz, wie ich heiße. Mein Name ist Element, für alle, die es nicht gewusst haben. Und dann freue mich, dass ihr auch mit dabei wart. Ich sage danke, bis dann und ciao.